Musikschulen-News TV des Verbandes Deutscher Musikschulen von der Frankfurter Musikmesse 2013. Wir berichten über Aktivitäten der fördernden Mitglieder des VDM. Ich bin jetzt auf dem Stand von Musik am Rhein, der etwas Neues mit Carbon entwickelt hat. Ja, herzlich willkommen in Halle 4.1. D58, die Firma Amrhein aus Schleswig-Holstein, und begrüßt den Musikschulleiter der Plöner Musikschule. Herr Daimling, herzlich willkommen. Und das ist toll, dass Schleswig-Holstein auch so aufgeschlossen ist für was Neuem. Ja, wir haben hier auf der Messe zu präsentieren eine Carbon-Posaune, wo wir weltweit alleine mit sind. Sie ist um 50% leichter als eine normale Posaune und hat wunderbare Resonanzen. Das Instrument beult nicht, man kann es, wenn runterfällt, man hat keine Beulen in dem Instrument, also alle Vorzüge. Und dass Schleswig-Holstein so aufgeschlossen ist für was Neuem, das ehrt uns natürlich. Wir haben ja auch Titan-Mundstücke, wo wir auch mit alleine sind, wo wir sogar ein Patent drauf haben. Das sind Mundstücke, die gegen Allergien sind, aus Titan oder mit Titan beschichtet. Sie sind strömungsschneller, und wer einen Herpes hat oder Probleme hat mit seinem Mundstück, der ist genau bei uns richtig. Ja, ansonsten haben wir unsere Instrumente hier auf dem Markt. Wir sind mit der Prinzipal hier, ein neues Instrument, was auch in der Sonic als beste deutsche Trompete dargestellt wurde. Ich hoffe, wir haben jetzt vielleicht die nächsten Tage noch ein bisschen Resonanzen. Die Japaner waren heute da, Chinesen waren da und haben viel geordert. Also es ist auch für Schleswig-Holstein, wo es nur Marzipan und Rotsporn gibt, noch ein Blasinstrumentenbau vorhanden. Mit dem Holstentor auf der Posaune als Label-Erkennungsmerkmal für unsere Instrumente. Danke.